Willkommen zurück, Freunde, zu Gothic 1. Immer noch in derselben Session. Wir sind immer noch bei den Orks im Friedhof. Oh oh. Da unten kann man durch. Da liegt doch ein toter Ork. Okay. Und wir machen uns gerade auf die Suche nach Hinweisen und haben einen Freund dabei. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja, machen wir ja gerade. Machen wir gerade. Und ja, wir müssen mal gucken, was wir hier finden, wie es weitergeht. Kämpferschwert. Hier wurde auf jeden Fall gefightet, ne? Ah, hier haben wir sie. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Mhm. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Ja gut, und jetzt? Das fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an. Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Wer denn dann? Ja, das ist jetzt schlau. Wir haben beide Hälften und er kann sie nicht übersetzen. Oder wie? Wer kann das denn? Irgendeiner kann es. Ich kenne aber leider keinen Ork, der es könnte. Was war denn nochmal hier? Hör mal. Ich würde ja am liebsten mal da runterspringen, ne? Aber ich glaube, wir waren da schon, weil da halt nur mal ein toter Ork liegt. Ja, der ist auch frisches Blut. Das waren wir, meine ich. Nun gut, dann gehen wir erstmal raus. Vielleicht, Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Aha. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Ja. Was für ein gewisser Ort. Die große Halle vorhin kam mir sehr seltsam vor. Lass uns nochmal dorthin zurück. Nun gut. Was für ein gewisser Ort. Die große Halle. Ja. Wir sind am Anfang ganz links entlang gegangen. Richtung Halle. Der will dann nochmal hin und es geht um Teleportzauber, ja? Na, jetzt sag mir nicht, du... Doch, er kommt. So, was ist hier dran seltsam? Jetzt bin ich neugierig. Ja, jetzt sind wir nochmal hier. Oder was meinst du denn? Das hier in der Mitte? Boah, jetzt geht er erstmal ganz gemütlich. Läuft gar nicht mehr. Jetzt bin ich ja mal neugierig. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Ach, der Ork, den wir da gesehen haben, oder was? Okay. Mal vorsichtshalber speichern. Das da hinten habe ich nämlich auch schon eben gesehen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Hinter dieser Wand. Das muss es sein. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Nun gut, wir sollen zaubern, Freunde. Zauber, Zauber, wo haben wir es denn? Telekinese, orkischer Teleportzauber. Auf der 4. Das kriegen wir ja wohl hin. Wow. Hat auf jeden Fall funktioniert. Das hört keiner. Weiß keiner, dass wir kommen.
hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ja, Logo. Ist ja Logo. Ich meine, also dafür, dass es Templer gewesen sind, die eigentlich echt was auf dem Kasten haben und hier dann einfach von den Orks überrascht worden sind, das ist schon schade irgendwie, ne? Ja, da hinten geht's weiter, hier geht's weiter. Wir gucken uns halt am besten einfach mal um, ne, würde ich sagen. Aber schön vorsichtig. Oh, Kräuterchen. Oh, Wahnsinn. Guck mal, so viel Nachtschatten. Nehmen wir natürlich gerne mit. Mondschatten, Nachtschatten. Sehr schön. Was für außergewöhnliche Namen. So, und dann müssen wir mal gucken. Am besten würde so mit den Namen im zweiten Teil. Ich meine, wie hieß nochmal das besondere Kraut? Kronstöckel. Genau. Kronstöckel war es. Wenn ich mich recht erinnere. Boah, bitte lass hier keine Falle sein oder sowas. Oh, was ist denn hier? Dürfen wir da einfach so... Hast du mich jetzt ja schon? Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Jetzt warte doch mal ab, was machst du? Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Was? Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Läuft bei euch, ne? Irgendwie so ein kleines bisschen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Sag mal, jetzt geht's aber los hier. Hau ab, du Junge. Hau ab. Boah, Hammer. Aber ihr habt echt alle wirklich den Verstand verloren. Kann das sein? Aber richtig hier. So was von. Der hat noch nicht mal irgendwas dabei. Boah. Kann doch nicht sein, ja. Die sind ja... Die haben voll einen an der Matsche, haben die Jungs. Zum Glück haben wir uns den nicht angeschlossen. Kann ich euch sagen. Na, bleibt's jetzt cool? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja, aber Logo. Nee. Boah, das glaube ich jetzt nicht. So, jetzt reicht's. Das tut mir leid. Aber du hast es nicht anders gewollt. Todbringer. Nice. Einhandwaffe. Die sieht ja mal cool aus. Eine richtig gute Einhandwaffe. Schick. Aber warum ist der denn jetzt wieder so durchgeknallt? Verdammt nochmal. Ich verstehe das gar nicht. Wir gucken uns hier in Ruhe um und er meint mal wieder hier, ich will nicht und Schläfer und hast nicht gesehen. Das ist schlimm sind die. Schlimm, aber richtig schlimm. Und dabei sind wir noch nicht mal bis ans Ende gekommen. Du weißt doch nie, was am Ende auf einen wartet. Außer nichts. Na gut, immerhin. Aber was heißt das denn jetzt für uns? Eigentlich bräuchten wir ja einen Hinweis. Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich brauchen wir einen Hinweis. Oder wir gehen halt zurück. Weil die Quest ist ja eigentlich... Haben wir eine Quest? Ja, der Orkfriedhof. Ja, er hat den Verstand verloren. Okay, als ihm klar wurde, dass es absolut gar nichts hier unten gibt. Mhm. Zu guter Letzt griff er mich an. Völlig wahnsinnig geworden. Ah. Ja, er wird sich bestimmt große Sorgen machen, wenn er hiervon erfährt. Ja, was willst du halt machen, ne? Immerhin, finde ich cool, haben wir eine schöne Einhand gefunden. Das war's dann wohl. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück. Werden wir auch auf der Stelle tun. Ein bisschen unheimlich hier. So ein Grab halte ich mich ungern auf. Wenn ihr schon mal auf dem Friedhof wart, dann wisst ihr auch warum. Kann ich nur wärmstens empfehlen, ab 0 Uhr. Aber, ja, macht man halt mal in der Kindheit, ne? Also Mutproben, ne? Und, ja, schade. Das hat ja mal gar nichts gebracht hier. Schade, weil wenn es das wirklich gewesen ist, was der Ork da getan hat, ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir wirklich irgendwie einen Oberork oder so finden.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, okay, wir haben ja noch die Schriftrolle, ne? Den Ork-Teleportationszauber. Nicht, dass wir den da unten jetzt nochmal hätten einsetzen müssen für irgendwas, aber da war jetzt keine Tür, wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, gut. Was soll's? Erstmal Mission erfüllt. Wenn wir was übersehen haben, können wir ja jederzeit nochmal hier hin. So, einmal um die Kurve. Ladebildschirm. Oh, ich wollte gerade sagen, warum sind die denn wieder aufgestanden? Tja, schade. Die armen Templer tun mir ja schon irgendwie ein bisschen leid. Das haben sie nicht verdient. Das haben sie nicht verdient. Oh ja, jetzt haben wir wieder den Fackelback, ja. Egal. Ja, dann laufen wir mal weiter. Jetzt geht es schon gegen die Orks, ey. Jetzt geht's langsam los. Das heißt, wir müssen jetzt ins Orkgebiet. Ich bin mal gespannt, wenn der Xadras hier irgendwo seinen Turm hat, um irgendwas zu studieren oder hast du nicht gesehen, da wegen der Barriere, dann würde ich dann doch schon irgendwann mal versuchen, den guten Herren zu suchen. Das ist nämlich auch ein, ich sag jetzt mal, alter Freund, ne? Das ist ja der Magier, der immer in Versionen spricht, in dem Sinne. Es ist schon eine coole Sau, sagen wir es mal so. Aber vielleicht müssen wir da so noch hin. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Jetzt gehen wir mal runter in den Kräuterverein. Ich weiß, das ist eigentlich ein dummer Name eigentlich, ne? Fällt mir gerade mal jetzt so ein bisschen auf. Oh, ist das Spätsankura, ne? Ja, ein Sumpflager, meine Güte. Zu den Sektenspinnern, ne? Wie der Diego gesagt hat. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie wir dann weitergeschickt werden. Mit den Armen der Luft, das macht Spaß. Aber Teleportationszauber, finde ich cool. Hoffentlich kriegen wir vielleicht den einen oder anderen ab. Da würde mich freuen. Und die Beißer finde ich auch super. 200 TP für einen Schlag, zack, einfach mal weggeholzt. Das läuft auf jeden Fall. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie viel EP wir dafür kriegen, dass wir da unten drinne gewesen sind. Ich hoffe mal so 3000, ne? Immer schön ein bisschen mehr, ne, als vorher. Und wie es dann weitergeht. Wir müssen vielleicht ins alte Lager oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder zurück in unser neues Lager und Bericht erstatten. So, jetzt würde ich sagen, erstmal hier Berzer Sprung ab ins Wasser. Ja, du kannst ruhig wieder an die Oberfläche schwimmen. Ja. Ja, komm schon. Wie wir immer noch den. Was? Nee, 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 nee. Nicht da oben hochspringen. Dass wir immer noch diesen Fackelback haben, ne? Da oben ist er. Zu dem müssen wir. Ich hoffe, dass der uralte Meister da jetzt mal da hier. Unser Yoda. Unser Gothic-Yoda. Nee, der ist immer noch ohnmächtig. Na gut, okay. Dann, speichern wir einfach mal. So. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Barlow Khor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Barlow Khor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Barlow Khor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich Jo. glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Barlow Khor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Ja, und der ist bewusstlos, ne? Aber er hat jetzt auch schon die Andeutung gemacht. Habt das mitbekommen? Es darf nicht, als wenn die irgendwie irgendwann ausflippen würden, wenn sie versagen. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. Fünf von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Oh, der meint jetzt bitte nicht da, wo die Sumpfeier herkommen, oder? Ah, das ist wieder so schön, ne? Okay, komm, zeig her. Was? Die Heilkräuter für Dingens. Er ist immer noch im Koma, hat mich gebeten, fünf Heilkräuter der stärksten Sorte zu sammeln. Weil wir schon mal im Sumpf gewesen sind, würde ich ja jetzt sagen, hör mal, wir haben die Kräuter dabei, oder? Oder was sagst du dazu? Wahrscheinlich hast du recht. Ja, ich hab die Kräuter.
Wir können aber, wir müssen dennoch in den Sumpf, ne? Also, wir werden hier einfach mal speichern. Mal gucken, was passiert. So, pass auf. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Ja. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel, solange ich damit nichts zu tun habe. Schon eine coole Sache, ne? Wenn Iberion ist tot. Nee. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Der atmet selbst noch. Deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Der atmet noch. Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Oh, verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Dankeschön. Also, erstmal, schaut ihn euch an, wie er da liegt. Freunde, das sind kleine Bewegungen. Also entweder sind das Zuckungen danach, ja. Aber, der lebt noch. Zweitens, wir waren überhaupt gar nicht weg, mein Guter, ne? Wir waren die ganze Zeit hier. Schön, dass er zu dir gesprochen hat, ne? Das ist, aber cool, okay. Ja, dann, Was? Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Ach, wie cool ist das denn? Wir haben echt eine Teleporterrune bekommen. So, du bist echt tot, ja? Bist du tot? Der ist tot. Der ist nicht tot, sonst würdet ihr mich jetzt nicht angreifen. Noch einmal und du bist tot. Das ist doch eine Schweinerei. Ich sag doch, er ist nicht tot. Da, guck mal. Was wird das denn jetzt? Kann schon sein. Aber ihr wollt mich echt verarschen hier, ne? Ihr Sauhaufen hier. Okay, gut. Ändert nichts daran. Es ist ja halb so wild. Ist ja halb so wild. Verzeiht, Freunde. Wenn ich euch da jetzt ein bisschen Spaß genommen habe. Oder das RPG-Vergnügen. Aber sowas muss man halt kontrollieren. Der hat doch bestimmt besondere Sachen dabei. Wäre nicht tot gewesen, hätte ich es jetzt getan und hätte ihm dann die Sachen abgenommen oder so, ne? Der braucht sie halt nicht mehr. So, wir gehen hoch zur Truhe, legen uns schlafen und dann werden wir uns auf die Suche machen nach den Teleportersteinen. Ja, und da wir im Kapitel 3 angelangt sind, werden wir auf jeden Fall die Händler abklappern. Oh. Achso, der ist ja abgehauen, ne? Der ist abgehauen. So, welche Truhe war das denn? Ich meine, die hier war das, oder? Oder irre ich mich? Mach mal auf. Ja, die ist es sogar. Die Alamach und Meeresklippe. Der Fokusstein der Meeresklippe. Okay, das finde ich ja cool. Nicht, dass die Wache uns jetzt hier einen hauen will oder so, ne? Hier. Was ist denn mit dir los hier? Wo ist denn dein Kollege? Ne. Gut, ja, dann machen wir das doch so wie gehabt. Oder wie wir es vorhaben. Dann, dann nehmen die andere Leiter. Dann wollen wir doch mal gucken. Holen wir unsere Ration ab, können wir noch ein bisschen handeln. Läuft ja eigentlich wie am Schnürchen. Finde ich sehr interessant. Wir hatten jetzt wieder ein Level-Up. Da müssen wir mal gucken, ob wir in Stärke investieren, was ich eigentlich glaube. So, grüß dich. Und zwar... Ich will hier nehmen... Ja. Ich will... Was? So, du hast so gut wie gar nichts dabei, ne? Ja, genau das dachte ich mir. Okay, dann einmal ab zum Schmied. Und dann müssen wir mal gucken. Oh, ich bin neugierig. Das finde ich ja cool.
Aber der hat gesagt, wo er, also jetzt unabhängig davon, ja, wir waren nicht weg, blablub, ne, und der hat ihm geholfen. Der hat dem gesagt, wir sollen den Schläfer nicht wecken. Weil er nicht das ist, also der wusste irgendwas. Gut. Der wusste irgendetwas. Das finde ich, jetzt werde ich misstrauisch. Wir wissen immer noch nicht, wer der Schläfer ist. Und selbst wenn es ein Ork-Schamane ist, wie kann es denn sein? Oder es ist irgendein Typ, der halt nun mal da irgendwie seine Griffelchen da mit im Spiel hat oder so. Der sich als irgendein Gott verkleidet hat. Oder Xadras oder so, ich weiß ja nicht. Ein Orkhammer. 50 Schaden. Okay, die ist einhändig. Kriegshammer, Götterhammer. Der Götterhammer. Wir kriegen auf jeden Fall ordentliche Waffen. Wir müssen mal gucken, wer Zweihandwaffen verkauft, aber finde ich nicht verkehrt. Wie viele Pfeile haben wir denn? Muss ich mal eben kurz nachgucken. Unter unseren Waffen. Was sagt denn hier unsere... Müsste ja ganz unten sein. 900 Stück. Reicht. Das reicht ja alle Male. So, dann... ach so. Ja, fangen wir hier an, ne? Oh, da ist die Hälfte wert. Da sind wir ja bei 700 oder so. Gib mir mal etwas, was nicht so viel wert ist. Genauso wie das hier. Genau. Die kannst du... Ups. Da war... Was waren dabei für eine Waffe? Ich weiß nicht. Ah, ich kann mir denken, welche Waffe dabei gewesen ist. So, 5 Erz kannst du behalten. Da war doch die besondere Waffe dabei, ne? Der Todbringer, Einhandwaffe, jo. Eigentlich eine schöne Waffe, dass die so viel Geld wert ist, ja. Aber wir brauchen sie nicht. So, sehr schön. Haben wir das nämlich dann erledigt. Dann legen wir uns hin. Wir machen einen Abstecher im Sumpf. Ich will wissen, ob wir uns mit den Sumpfhaien anlegen können. Und da war ja am Anfang ein Typ in der in dem Häuschen. Aber wir haben es ja nicht geschafft, die Sumpfhaie umzuboxen. Deswegen will ich da jetzt mal eben kurz gucken, ob wir ins Haus reinkommen. Weil der sich ja, der ist ja abgehauen. Der hatte ja auch Schiss vor den Sumpfhaien. Und dann machen wir uns auf den Weg, ne? Dann gehen wir einmal ins alte Lager, dann gehen wir zurück ins neue Lager und gucken uns halt dann mal in aller Ruhe um, Freunde, ne? Ich bin doch wirklich gespannt, was uns alles erwartet. Bis zum nächsten Mal.